Mein Name ist Lukas Lehmann von Prozesstechnik Online. Wie lassen sich Tabletten effizient und pharmagerecht coden? Beispielsweise mit dem Air-Coder von InnoJet Hütlin. Über diese Anlage spreche ich nun mit Herrn Dr. Herbert Hütlin. Er ist Gründer, Inhaber und Geschäftsführer eines innovativen und mehrfach ausgezeichneten Unternehmens, das den Namen InnoJet Herbert Hütlin trägt. Guten Tag, Herr Dr. Hütlin. Ich grüße Sie ebenso. Welche Produkte oder anders ausgedrückt, welche Feststoffformlinge können mit dem Air-Coder verarbeitet werden? Zuerst einmal pharmazeutische Feststoffprodukte. Da nenne ich die Tabletten verschiedenster Form, Größe, Dichte, Wichte, mit und ohne Prägung, auch schwierige Formen, dreieckige Formen beispielsweise. Ja, das ist das Thema. Dann natürlich auch technische Produkte, chemische Produkte, zum Beispiel Katalysatoren aus Steinzeug. Alles, was Sie als Feststoffprodukte bezeichnen können, die sich in einer Luftgleitschicht bewegen lassen. Für welche Art von Überzügen ist diese Maschine konzipiert? Diese Maschine, diese Technologie ist von vornherein für allfällige Überzüge im organischen und wässrigen Bereich gedacht. Zum Beispiel für irgendwelche Suspensionen, Dispersionen, Lösungen und alles, was dazwischen liegt. Für welche Baugrößen, in welchen Baugrößen ist der Air-Coder erhältlich? Der Air-Coder ist ja in seiner Grundsatzphilosophie zu Beginn an schon auf Scale-up bedacht gewesen. Das heißt, es war notwendig, eine Technologie zu entwickeln, die das Scale-up wirklich linear von unten nach oben mitmacht. Das heißt, wir haben darauf geachtet, dass Ergebnisse aus dem kleinsten Labormaßstab, sprich hier im Grammbereich 50 bis 250 Gramm, das ist die kleinste Maschine, übertragbar sind in die nächsten Kommastellen bis hin zu 150 Kilogramm. Die Größen sind dann 5 Liter, 5 Kilogramm, 10 Kilogramm, 15 Kilogramm, 50, 75, 100 und 150 Kilogramm. Das sind die Chargenleistungen. Der Air-Coder sieht eigentlich aus wie ein großer Edelstahltopf mit einem Glasdeckel obendrauf. In ihm befinden sich neben einer perforierten Trommel der Treibsatz Vulcano und das Sprühsystem LinearJet. Herr Dr. Hütlin, welche Aufgaben hat der Treibsatz Vulcano? Der Treibsatz Vulcano ist eigentlich eine wesentliche Funktionskomponente im System. Er hat den Auftrag, das zu behandelnde Gut sehr homogen, schnell und dennoch schonend umzuwälzen, derart umzuwälzen, dass sich alle Teilchen, also alle Tabletten beispielsweise, zur gleichen Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit in die gleiche Richtung bewegen. Nicht in eine oppositäre Richtung, wo es vielleicht zu Abrieb kommen könnte. Also der Treibsatz Vulcano bringt die Feststoffförmlinge in einer reproduzierbaren Luftgleitschicht zum Schweben. Kann man das so sagen? So ist es. Das Sprühsystem LinearJet bringt nun auf die schwebenden Tabletten den Überzug auf. Welche konstruktiven Besonderheiten weist das Sprühsystem auf? Also grundsätzlich mal sind die InnoJet Hütlin typischen Systeme immer Unterbettsprühsysteme. Wir sprühen eben nicht auf das Produkt von oben drauf, weil wir die Sprühverluste nicht mögen. Wir sprühen also von unten in das Produkt hinein. So, in diesem Falle sind es Sprühdüsen, die den Namen LinearJet haben. LinearJet, warum? Weil die Flüssigkeitssprühöffnung nicht eine kreisrunde ist, sondern eine lineare, eine spaltartige. Die spaltartige Flüssigkeitsöffnung wird von beiden Seiten von einer Sprühluft unterschiedlichen Druckes begleitet, assistiert. Dazu kommt noch die Prozessluft, die dann im Produkt die notwendige vertikale Blase bildet, in die das Sprühsystem mit seinem Sprühgut wunderbar hineinarbeiten kann und spontan eine große Oberfläche des zu behandelnden Gutes erreicht. Wir sprühen also auf dem, sagen wir, halben Durchmesser des Behältnisses, des kreisrunden Behältnisses, vertikal nach oben, nachdem das Produkt von außen nach innen und von innen nach außen in diese Aufbruchszone gelangt, wo auch in gleicher Form dieser Querschnitt der Sprühdüsen etabliert ist. Ich denke, es war eine gute Wahl,
solche Sprühdüsen so anzuordnen, dass im 180-gradigen Umschlingungswinkel auf dieser Aufbruchszone zwei Düsen exakt etabliert sind und so die Sprüharbeit machen. Wie wird der R-Code da beschickt und entleert? Es war von Anfang an ein wichtiger Punkt, eben, wie wird befüllt, wie wird entleert. Es sollte nach Möglichkeit Pharma-like stattfinden. Das heißt nicht im offenen System, im geschlossenen System. Das heißt, man möchte von oben nach unten gravimetrisch befüllen können, ohne einen Schaden zu haben. In diesem Moment, wo wir befüllen, haben wir mit einer geringen Luftmenge das Produkt schon in Bewegung. Wir räumen es vorzu ab von der Füllstelle und dann bei der Entleerung geschieht genau das Umgekehrte. Wir gehen pneumatisch seitlich aus dem Aggregat heraus, direkt in ein entsprechendes Gefäß, Aufnahmegefäß. Zum Schluss des Gesprächs, Herr Dr. Hüttlin, was sind die wesentlichen Vorteile, von denen die Anwender des R-Coders profitieren? Ich glaube, der auffallendste Vorteil für unsere pharmazeutischen und anderen Kunden ist die extrem kurze Prozesszeit. Haben wir früher bei konventionellen Kessel-Coating-Systemen mit Prozenten gerungen, mal 5% schneller, mal vielleicht 8% schneller, so ist es hier ein ganz gravierender Unterschied. Da es sich hier um ein Luftgleitsystem handelt, konnten wir die Prozesszeit insbesondere bei den anspruchsvollen wässrigen Prozessen, wässrigen Coatings, um 75% kürzen. Also wir sind 3 bis 4 Mal schneller als jedes andere System. Das ist ein gewaltiges Wort, dessen sind wir uns bewusst. Aber die Erfahrungen aus der Praxis bestätigen das. Ja. Das ist das eine. Das andere ist eben die gleichbleibend hohe Produktqualität, die absolute Führbarkeit des Prozesses. Es ist eine wirklich steuerbare Funktion. Dann haben wir die extrem geringen Sprühverluste, den kaum noch messbaren Losses überhaupt. Dann der geringe Energiebedarf, der sich schon aus der extremen Verkürzung der Prozesszeit ergibt. Und schließlich und endlich ist eine hohe Effizienzsteigerung für den Kunden sichtbar. Effizienz und pharmagerechtes, hochqualifiziertes Coating. Meine sehr verehrten Damen und Herren am Computer, Sie sehen, es sprechen sehr viele Gründe für die Anschaffung eines R-Coders. In den letzten Minuten habe ich mich mit Herrn Dr. Hüttlin über schwebende Tabletten unterhalten, die quasi im Flug gecoatet werden. Herr Dr. Hüttlin, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch gute und erfolgreiche Tage hier auf der Portec Technofarm. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Lehmann. Vielen Dank.